Leute, ich begrüße euch herzlich zu der 17. Folge Let's Play Survival. Also das letzte Mal habe ich ja begonnen diese mit der Entdeckungsreise. Und ja, jetzt hole ich dieses Fleisch noch. Die Hühner haben halt kein Auto-Jump drinne. Deshalb ist das ein bisschen schwieriger. Diese Hündchen, hier kommst du? Hier kommst du? Hier komm? Ja? Ja komm, ich habe hier Weizen für dich, komm! Komm! Hier komm! Come on, bitte! Nice, danke! Come on, bitte! Kommt! Hier kommt! Süß! Einfach nicht runterfliegen. Komm. Ja, komm. Kann ich hier. Ich möchte dich nicht runterschubsen. Schubsen. Komm. Ja, komm. Hier haben wir die Zombies am Schlüssel. Komm. Ja, komm. Komm. Oh nee. Ich wollte nicht das Huhn schlagen. Ich sterbe jetzt dann. Ah nee. Die Spinne hat mir gerade noch gefehlt. Verrottetes Fleisch. Habe ich jetzt zwei? Hier habe ich noch ein Brot. Weil ich habe nur noch zwei Herzen und das ist schlecht. Komm. Jo, kommt drauf. Komm. Kommt. Ja, du auch. Komm. Ja, es ist einfach eine Folge, wo ich die Hühner zum Meer lotse. Ah, ich würde mich nicht runter. Komm. Oh nee. Kannst du nicht fliegen? Ich habe gemeint, Hühner fliegen. Können fliegen. Sehr gut. Kommt. Ja, kommt. Oh nee. Come on. Komm. Ja, komm drauf. Ihr süßen Hühnchen. Sind wir schon oben? Kommt. Wo ist das andere Hühnchen hin? Wo ist es hin? Ah, das. Ja, kommt. Das ist hilfreich mit der zweiten Hand. Kann ich hier immer das Schwert in der Hand halten und hier mit der anderen Hand essen. Also, dass ich immer die Weizenkörner in der Hand haben kann.
Das ist Richtung West. Ah. Ich werde fast in die falsche Richtung gelaufen. Und das wäre nicht so cool gewesen. Kommst du auch? Hallo. Komm. Sieh doch mal, hier habe ich Weizenkörner. Komm. Ah, komm schon. Komm. Ja, komm. West. So, ich darf einfach nicht schnell rennen. Weil erstens dann die Hungerbalken weggehen und zweitens die Zombies mir nachkommen. So. Ja, dann eigentlich jetzt mal schlafen. Ah nee, es ist dein Ernst. Ich kann nicht schlafen, weil Monster in der Nähe sind. Muss ich noch warten, schlafen kann. Stimmt das, West? Ich habe ja hier die Koordinaten. Oh, come on! Blöder Auto-Jump! Bescheuerter! Tut mir leid. Ist einfach so, manchmal rege ich mich mehr über einen Auto-Jump auf. So. Zum Glück weiß ich noch in welche Richtung. Das war sehr glücklich. Es ist dann schon Tag, also jetzt bringt es auch nicht mehr, auch nichts mehr, um jetzt noch Tag zu machen. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen und Watson können vielleicht wieder in die andere Hand nehmen. Also ich weiß noch, das war minus 200 was? Ich kann das sein? Weiß es selber nicht mehr. Ich kann mich erinnern, dass ich in Richtung East gelaufen bin. Aber dass dann die Zahl nach oben geht? Ja, an diesen. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Vorteil ist ja, die Hühner können fliegen. Also runterfliegen, das hilft schon etwas. So, dann, ja, dann muss ich hier halt das Wasser wieder hochschlängeln. Und jetzt habe ich schon 20 Tode. Und ja, ich hatte. Also letztes Mal auch wieder richtig Bock, um das aufzunehmen. Weil ich damit zur Idee, dass ich eine Entdeckungsreise machen könnte, wieder Bock gehabt hatte. Weil bevor ich die Farm Offcam abbauen wollte, hatte ich nicht so richtig Bock mehr dieses Projekt. Aber jetzt, wo ich hier wieder mal etwas Spannenderes machen möchte, habe ich wieder Bock. Aber ist eine Schlucht. Ich weiß gar nicht.
Da sind die Hühnchen sogar noch. Aber das Blöde, was heißt das Hühnchen? Gibt das andere noch? Ich glaube, das andere Hühnchen ist gestorben. Ja, eindeutig. Ja, dann musst du halt mit einem einzelnen Hühnchen gehen. Komm. So, ja, dann laufe ich mal hier hin. Ah, ich darf dem Hund nicht zu weglaufen. Come on. Komm. Ja, ich habe hier. Ja, sieh mal, ich habe hier Weizenkörner. Come on. Komm. Komm. Hallo. Bitte. Sieh mal, hier habe ich Weizenkörner. Nice. Wenn ich dann ein Ei habe, dann ein paar Eier habe, dann kann ich ja ein Hühnchen wieder holen. Komm, runter, jo, komm. Komm runter. Und jetzt den Fahrstuhl nach unten. Okay, ich warte noch auf das Huhn. Richtung Westen. Sieht schon mal gut aus. Komm. Hey. Komm. Ah, blöder Auto-Jump. Jetzt. Komm. So, Richtung Wessen. Hier, Wessen am Schlüssel. Da ist ein riesiger Vorteil, dass man zwei Hände hat. Das wusste ich vorhin noch nicht. Das ist jetzt eine auch etwas Neues für mich. Ja, komm. Komm. Bitte. Zuerst habe ich mir gedacht, ja, das könnte ich eigentlich in eine Speedfolge packen, aber nehme ich. Nehme ich auch nicht. Das stimmt ja nicht, oder schon? Richtung Westen. Hier ist Richtung Westen. Das heißt, ich habe schon wieder das schon wieder etwas entdeckt, das ich vorher noch nie entdeckt hatte. Ja, jetzt muss ich wieder auf die Koordinaten zugreifen, weil ich sonst nee, muss ich gar nicht.
Ich muss einfach in diese Richtung laufen und dann werde ich das sehen. Hier haben wir 290 und bei den Koordinaten ist es 247. Ja, dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen in diese Richtung, dass ich es sicher nicht verpasse. Ja, 450 reicht auch, aber es sollte ein bisschen in dieser Richtung sein. Und ich laufe dem Hühnchen wahrscheinlich zu schnell. So, 450. Und jetzt noch in diese Richtung. Das habe ich schon jetzt, wie schon gesagt, was ganz, ob ich das schon mal gesagt habe, wie schon gesagt, mache ich jetzt das besser beim ersten Mal. Jetzt haben wir schon Tag 42 und Richtung Westen, West, Facing West. So. Okay. Sehr gut. Jetzt komme ich natürlich ein bisschen von einer anderen Seite, weil ich einmal in die falsche Richtung gelaufen bin. So, dann bin ich jetzt dann dort. Sollte ich jetzt dann. Ja, Mess. Ich bin Richtung East gelaufen. Sind, glaube ich, Fischen. Wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ab. Boah. Das hat weh getan. Oh nee. Jetzt bin ich dem Huhn wieder weggelaufen. Komm. So, komm. Diese Gegend kenne ich schon, wegen dieser Höhle. Ja, diese Höhle könnte ich auch einmal noch erforschen. Nice, schön. Hallo. Ja, die können jetzt miteinander leben. Nice. Kleines Küken. Also Küken sind eigentlich immer klein, aber sehr geil. Ja, vielleicht könnte ja das Gehege auch natürlich ein bisschen größer machen. Keine Frage. Ist schon ein bisschen so, dass es vielleicht ein bisschen klein ist, ne? Aber jetzt habe ich schon mal eine Hühnerfarm am Stissel. Die Weizenkörner haben wir hier. Da Weizenkörner. Da Weizenkörner und da Weizenkörner. Weizenmarsch. Gewachsener Weizen. So, dann kann ich hier wieder mal Äpfel craften.
Äpfel. Brot natürlich. So. Ja, dann habe ich eigentlich schon nach dieser Folge schon das fast das Ziel erreicht, das ich erreichen wollte. Eigentlich wollte ich ja noch mal eine Kuh holen, aber das mache ich in der nächsten Runde. In der nächsten Folge. In der 18. Ja, in der 18. werde ich dann in eine andere Richtung gehen und hoffen, dass ich eine Kuh treffe. Dann nehme ich die Kuh mit. Ja. Dann kann ich natürlich auch wieder mit zwei Händen arbeiten. Also jetzt viel mehr weit weg wie vorhin wo möchte ich auch nicht von der Base, weil sonst brauche ich sonst wie lange? So, hier haben wir Wolle. Hier noch Wolle. Federn. Faden. Das heißt, ich kann mir wieder wieder mal einen Bogen craften. Die Knochen. Ich könnte eigentlich eine neue Kiste machen, weil ich habe hier mal ein bisschen am Schlüssel. Die Eichensetzlinge, also die Eichensetzlinge könnte ich auch dort rein tun. So. Dann lege ich mal diese Hacke hier rein. Dann habe ich auch etwas weniger. Was ich hier herum tragen muss. Eichensetzlinge, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt da. Meine Hand, ja, der Rest kann ich noch behalten. Und ja, der Bogen habe ich hier noch natürlich noch. Ja, ist nicht. Ja, ich. Der Pfeilbogen habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Ich habe den vergessen, dass ich den dabei hatte. Ja, dann würde ich mal sagen, ciao Leute von heute. Ciao.